Liebe Freunde der paradoxen Strategie, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück in Preußen. Wir schreiben das Jahr 1837 und wir waren, glaube ich, das letzte Mal gerade dabei, hier diplomatisch ein paar Sachen vorzubereiten. Nämlich, wir wollten in Hannover, glaube ich, ein bisschen was agieren. Da haben wir schon 48. Lassen wir das mal weiterlaufen. Einflusspunkte, wenn wir 50 haben, werden wir mal die Meinung steigern, die Hannover von uns hat. Genau, das machen wir jetzt. Die sind jetzt vertraut und mehr machen wir nicht. Wir wollen jetzt nicht den offenen Konflikt mit Großbritannien führen. So, Holstein sind wir auch bald in der Nähe, dass wir sie in unsere Sphäre holen können. Und ich habe mir überlegt, wir werden vielleicht mal, wir haben ja jetzt einen Bündnispartner wenig mit Österreich, Dänemark ist noch ganz ungebunden, wenn ich das richtig sehe. Sie haben nur Holstein als Marionette. Und es spricht eigentlich, also unsere ganze Friedensausrichtung, da spricht eigentlich nichts dagegen, wenn wir Dänemark ein Bündnis anbieten. Ich gucke mal kurz, gibt es hier potenzielle Konflikte? Hier gab es irgendwie ja so eine coole Karte. Das finde ich auch sehr gut. Hier sieht man nämlich an dieser Karte, wo quasi nationale Minderheiten sind. Und wo potenzielle Konflikte auftreten können. Also hier zum Beispiel, hier gibt es einen Anspruch halt der Niederlande und von Belgien und dementsprechend einen potenziellen Kriegsgrund von Seiten der Niederlande. Und da sollte man aufpassen. Aber Dänemark ist, glaube ich, absolut ungefährlich, dass es uns in irgendeinen blöden Krieg mit reinziehen kann. Insofern, glaube ich, ein anständiger Verbündeter für eine Friedenssicherung. So, die werden auch akzeptieren, sehr schön. Und wir werden Folgendes machen, wir werden schon mal einen Tick hier auf Dänemark setzen, um auch sie in unsere Sphäre zu holen. So, und ich sehe gerade, wir haben eine neue Zeitung. Sehr schön, schauen wir sie uns an. Krieg zwischen russischem Zarenreich und Kokand, das kennen wir schon. Mecklenburgs Beziehungen, es gibt freundliche Beziehungen von Mecklenburg zu Dänemark. Auch schön, Preise steigen von Seide seit 36 Monaten konstant. Desamortisation. Die spanische Regierung beschlagnahmt Verkauf kirchlichen Eigentums ohne Entschädigung. Wow, was ist da los? Albert Lortzing. 1837 fand in Leipzig die Premiere von Lortzings bekanntester Oper statt. Zar und Zimmermann. Lortzing gilt als der Begründer der komödiantischen Oper in Deutschland. Frankreich dehnt sich aus. Die Provinz in Nama. Ich glaube, das ist irgendwo in Afrika, Madagaskar. Okay, ecuadorianische Forschung, das interessiert uns jetzt nicht. Malthusischer Gedanke. Gut, das war die Kreuzzeitung vom April 1837. Ja, bald haben wir Rheinkohle und wir haben wieder ein deutliches Plus. Da waren wir dabei, das, den Wehretat immer so ein bisschen anzupassen. Sehr schön. Schauen wir auch nochmal wieder bei unseren... Ah, wir haben schon wieder die Geheimgesellschaft, das kennen wir. Wir werden diesmal in Prenzlau wieder lokale Verordnungen machen. Sehr gut. Das Ding ist geschlossen. Hier haben wir Zuschüsse. Wir subventionieren quasi also die Verluste. Oh, hier kommen schon einige Arbeiter zusammen. Das ist erfreulich. Aber grundsätzlich in Brandenburg könnte es mehr Arbeiter geben. Das werden wir auch mal irgendwann machen, wenn unsere Bürokratenförderung an ein Maximum gekommen ist. So, die Osmanen annektieren Tripolis. Das war hier. Das ist jetzt Osmanisch-Afrika. Gut zu wissen. Sehr schön. Und ich sehe gerade, wir können irgendwo eine Meinungssteigerung vornehmen. Das sollten wir tun. Und zwar wo? In Holstein. Das machen wir. Dann sind wir dort auch vertraut. Sehr gut. Als nächstes ist dann die Integration in die Fähre. In die Sphäre. So. Interessant, der Export von Tuch ist am höchsten noch vor der Kohle. Die Kohle brauchen wahrscheinlich wir am meisten. Wir haben so viele Diplomatiepunkte. Was machen wir denn damit? Wir sollten derzeit ein bisschen Meinungsverbesserungen machen. Vielleicht hier bei unseren neuen Verbündeten, obwohl da sind wir ganz gut dabei. Ich meine, wir wollen Österreich nicht... Wir machen mal aus rollenspielerischer Sicht, machen wir das mal weiter. Wir werden unsere Beziehung einfach mal weiter verbessern. Wir wollen ja hier keinen Konflikt fahren. Ihr wisst warum. Und wir haben schon wieder eine neue Zeitung.
Krieg zwischen den Osmanen und Ägypten. Das haben wir gar nicht mitbekommen. 9. Juni 1837. Okay, worum geht's denn? Ankara und ägyptisch Ankara und Adana. Afghanistan zieht in den Krieg mit Bukhara. Okay. Lippe Detmold, unser bester Freund. Die Osmanen dehnen sich aus. In Kolumbien, grundlegende Chemie, das ist egal. Preise steigen, Maschinenteile. Und in Sachsen, Thorax-Operationen. Alles klar. Und was haben wir hier? Parma, Bündnis, Frankreich. Schon Frieden mit Algerien. Was ist da rausgekommen? Okay, ach, das war Nama. Das war gar nicht Madagaskar, entschuldigt bitte. Also logisch. Hier haben sie sich ausgedehnt. Aber sie waren ja dann doch relativ bescheiden. So, Krakau ist jetzt nicht mehr eine Einflusssphäre in Österreich. Da wachsen offenbar die Spannung. Die Osmanen gewähren den Russen Militärzugang. Und Afghanistan auch. Und Persien gibt es Frieden. Weiß ich nicht, ob da Landgewinn war, haben wir nicht verfolgt. Frankreich hat Sardinien-Piemont jetzt in der Einflusssphäre. Und was haben wir? Dies der Weg veröffentlicht Richtlinien für Lehrer. Der deutsche Erziehungswissenschaftler Adolf Dies der Weg schrieb Prinzipien zum Unterricht von Kindern nieder, um diese zu bewusst denkenden und verantwortlichen Bürgern zu erziehen. Aufgrund seiner Ideen wurde er 1847 entlassen. Zu Recht, das hätten wir auch getan. Das kann ich hier nicht unterstützen. Okay, und das war der letzte Schub, den wir bekommen haben für die Rheinkohle. Sehr schön, und das erhöht doch deutlich unsere Produktionsleistung. Das können wir uns direkt mal anschauen, wie das jetzt hier vonstatten geht, indem wir mal in den Produktionsbildschirm gehen. Und jetzt werden wir hoffentlich gleich sehen, wie das ansteigt. Ja, seht ihr, von 93 auf 106, einfach durch diese Erfindung. Das ist sehr schön. Und das führt natürlich auch indirekt zu einem höheren Überschuss. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir weiter. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der Experimentaleisenbahn. Wir sind in den 30er Jahren. Historisch war das durchaus auch der Fall, dass in Preußen in den 30er Jahren die ersten Eisenbahnen fuhren. Und da können unsere Industriellen mal gut investieren in diesem Bereich. Die Forschung beginnen wir. Vielleicht erläutere ich das nochmal ganz kurz. Es ist ja so, dass hier ein echtes Wirtschaftssystem im Hintergrund simuliert wird. Und wenn jetzt also hier, also man muss sich vorstellen, hier wird jetzt irgendwo Kohle produziert, genau, dann läuft das so, dass davon Arbeiter, die dort in dieser Kohlemine arbeiten, die werden bezahlt aus den Gewinnen. Und der Rest, ja, und der Rest, und der, also die Kohle wird natürlich verkauft, entweder im Reich. Erst, das ist sozusagen der erste Zugriff. Wir können das uns direkt auch mal sogar angucken, wo das dann Verwendung findet, indem wir hier raufklicken. Sehen wir hier, wir produzieren also 106 Einheiten Kohle pro Tag. Und das wird verwendet, 78 davon, von Handwerkern zur Herstellung zum Beispiel von Glas, von der Glashütte, von Handwerkern für Munition und alles Mögliche. Dafür findet das Verwendung. Und der Rest wird dann auf dem Weltmarkt verkauft. Zuerst haben die Länder in unser Zollgebiet, unsere Einflusssphäre darauf Zugriff und dann der Weltmarkt. Und das erzeugt Gewinne. Und diese Gewinne, die landen entweder in den Taschen von den Arbeitern oder in den Taschen von dem Besitzer dieser Kohlemine. Das sind die, ich glaube, Adligen, ich weiß gar nicht. Aristokraten, ja genau. Die besitzen immer diese RGOs, so heißt das. Ja, und durch die Besteuerung dann wiederum fließt dann etwas zu uns zurück. Also von der Oberschicht natürlich nichts, weil wir die nicht besteuern, aber die Arbeiter, die werden hier bei uns voll besteuert. Und insofern steigert das dann auch etwas hier unsere Einnahmen. Und sogar so weit, dass wir hier auch unseren Wehretat noch weiter nach oben schrauben können, wie sich das gehört. Für eine ordentliche preußische Nation. Und wir sehen hier auch, es ist jetzt eine neue Fabrik entstanden. Die Investitionen in Posen waren ausreichend eine Düngermittelfabrik. Mal sehen, ob die rentabel arbeiten wird. Das Problem ist, dass wir Schwefel nicht in unserem Reich haben und dadurch immer teuer einkaufen müssen. Da kommen noch die Zollgebühren, die hat oben drauf, und das ist dann immer so die Frage. Aber zumindest in Posen gibt es noch keine Fabrik, keine Arbeiter. Das sollte soweit okay sein. Was haben wir hier? Chartistenkundgebung.
Mitglieder des preußischen Chartistenvereins haben in einem unserer Staaten eine Kundgebung organisiert. Man fordert die Ausweitung des Wahlprivilegs auf größere Teile der wahlfähigen Bevölkerung. Es gibt noch gar kein Wahlprivileg. Wo lebt ihr denn? Die Kundgebung läuft zwar ruhig und relativ geordnet ab, aber sie könnte jederzeit aus dem Ruder laufen. Die Polizei ist bereit zum Einschreiten und einige der Polizisten würden das anscheinend nur zu gerne tun. Ja, auf jeden Fall, die Polizei soll diesen Revolutionstreibern doch ihren Spaß verderben. So machen wir das. Dadurch sinkt auch die Bevölkerung. Wahrscheinlich, weil wir so doll prügeln, dass sie nicht... Oh, und wir haben die ersten Rebellenfraktionen, die sich jetzt hier organisieren. Danziger Nationalisten, polnische Nationalisten und es gibt auch eine erste Kampagne für die Zensur der Presse und eine polnische Freiheitsbewegung. Also langsam geht es los. Ja. Das soll uns aber jetzt erstmal nicht stören. Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt, einen vollen Staatssäckel, eine gute Armee. Wir sind hier immer noch die Nummer 3 in der Welt. Ja, sogar fast dran an Frankreich, weil wir einfach ja, unser Armeesystem noch ein bisschen stabilisiert haben. So, was ist hier? Heißt das Trusty-System? Ja, das Trusty-System oder auch Trusty-System. War ein Strafvollzugssystem, das im US-Bundesstaat entwickelt wurde, aber auch in Alabama, Texas, Louisiana und anderen Bundesstaaten Anwendung fand. Dabei wurde Insassen, die sich gut geführt hatten bzw. gehorsam gewesen waren, erlaubt, andere Gefangene in einer strengen pseudomilitärischen Hierarchie zu überwachen. Einige Insassen, die als besonders vertrauenswürdig eingestuft wurden, durften dabei sogar Schusswaffen tragen. Hinsichtlich des Profits stellte die Arbeit der Gefangenen die Basis des Systems dar. Das Trusty-System wurde zum ersten Mal in einem Gefängnis in Mississippi angewandt, das auch als Parchment Farm bekannt ist. Während des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts wurde dieses System sehr als profitables und modernes Strafvollzugsverfahren gepriesen. Berichte von umfassendem Missbrauch von Gefangenen bedeuteten Ende der 70er Jahre das Ende des Systems, aber im Jahre 1837 war es in bestimmten preußischen Staaten wieder in Mode. Was heißt wieder? So, okay, das nennt sich hier das Treuhändersystem. Das könnten wir jetzt einführen bis 1877. Das erhöht die Bergbaueffizienz und die landwirtschaftliche Effizienz. Allerdings auch das die Bevölkerungsmilitanz und das Lokal. Aha. So, und wenn wir das nicht machen, es geht um Württemberg, dann erhöht sich das Bewusstsein und die Militanz. Also hier muss ich mal sagen, das steht nicht irgendwie in dieser preußischen Tradition, auch wenn wir Preußen teilweise auch so düster kennen, so repressiv, aber dass man jetzt hier Gefangene zur Zwangsarbeit im Bergbau verwendet oder auf Feldern, das wäre mir zumindest neu. Ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber das erscheint mir hier nicht passend. Insofern das machen wir das nicht. Das klingt nicht nach einem preußischen Rechtsstaat. Das klingt aber alles eher ziemlich düster. Das werden wir hier nicht einführen. So, und das Oberhaus. Okay, jetzt gibt es eine kleine Trendwende. Die Liberalen legen etwas zu. Mal sehen, wie sich das fortsetzt. Ja, wir haben den Januar 1838. Oh, und eine wichtige Aktion ist geschehen. Die Krönung von Queen Victoria. Am 28. Juni 1838 bestieg Prinzessin Alexandrina Victoria des Hauses Hannover als Queen Victoria den Thron des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland. An ihre Herrschaft, die sogar einige wenige Jahre ins 20. Jahrhundert reichte, erinnert man sich später als den absoluten Zenit des britischen Weltreichs, in dem die Sonne niemals unterging. Sie war der letzte britische Monarch des Hauses Hannover und ihre Thronbesteigung markierte auch das Ende der Personalunion zwischen Britannien und Hannover. Heute hat eine jubelnde Menge die junge Queen Victoria zu ihrer Residenz im neu gebauten Buckingham Palace begleitet. Tja, und die Dame, die gibt diesem Spiel auch den Namen und sie gibt uns die Gelegenheit, ein bisschen diplomatisch umzusteuern und jetzt vor allem mit voller Kraft in Richtung Hannover zu gehen. Ich glaube, hier in Luxemburg sind wir inzwischen unbehindert. Da können wir mal unsere Prioritäten reduzieren. Und Dänemark, da ist Österreich auch dabei. Das müssen wir verhindern.
Da setzen wir mal auf Stufe 2. Das ist nicht schön. So, ich gucke mal. Wir werden noch ein bisschen weiter unsere Beziehungen zu Österreich verbessern. Wie sieht es eigentlich aus mit Dänemark? Da haben wir super Beziehungen. Brauchen wir nicht. Ja, ist okay soweit. Wir müssen vielleicht... Nee, ich muss mal zurück. Vielleicht müssen wir hier sogar mal in Dänemark Österreich rausschmeißen. Das könnte man auch machen. Müssen wir mal warten, bis wir hier die Einfluss 50 erreichen. Ich glaube, wir sind hier schneller als die Österreicher. Ja, 46. Oh, nee. Na, wir haben 47. Verruf bringen reicht mir da nicht. Das könnten nämlich die Österreicher dann auch machen. Ich will hier sogar mal den Berater ausweisen. Oder? Botschafter ausweisen? Wäre noch besser. Okay, warten wir das mal ab. Wir werden, glaube ich, hier doch noch nicht aktiv werden. Wir werden ihren Botschafter ausweisen. Ja. Und eine große Entdeckung. Steinkohle. Steinkohle war weitaus hochstufiger als Braunkohle und zu diesem Zeitpunkt vereinfachten neue Techniken die Verfeinerung von Steinkohle stark. Wow, guckt euch das an. Kohleproduktionsleistung plus 50%. Wahnsinn. Oh, ich liebe das einfach jetzt hier zu schauen, wie das anspringt. Wow, toll. Wunderbar. Und wir haben eine neue Zeitung, eine neue Kreuzzeitung. Krieg zwischen Brasilien und Kolumbien. Ja, genau, es geht um Amazonas. Die Queen Victoria wurde gekrönt, das haben wir schon gesehen. Die USA dehnt sich aus. Und was haben wir hier? Das sind alles Forschung. Das interessiert uns nicht so sehr. Dainam ist in einem Krieg gegen Siam. Okay, das ist soweit in der Welt geschehen. So, unsere Bilanz erhöht sich auch radikal. Wir werden hier jetzt, wir haben jetzt unseren Wehretat auf Maximum. Das ist gut. Als nächstes bringen wir dann Bildung hoch. Das ist dann die nächste Priorität, denke ich mal. So. Oh, und ich sehe gerade, unser Bürokraten fördern. Das ist nicht mehr nötig. Wir sind hier an einem Maximum angekommen. Schauen wir uns mal kurz die Verwaltung an. Ja, das sieht doch schon hübsch grün aus. Dann werden wir, glaube ich, als nächstes, wenn wir mal hier in Brandenburg die Arbeiter ein bisschen befördern. Oder motivieren. Da haben wir nämlich zu wenig. So, wo waren wir jetzt im Maximum? Westpreußen. Da brauchen wir den nicht mehr. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Und ich gucke mal, gibt es hier Probleme? Wir haben hier ein paar Arbeitslose. Ist doch nicht so schlimm. Hier kommt ja bald die Fabrik. Die ist immer noch geschlossen. Ich glaube, das bringt auch nichts, die jetzt zu öffnen. Was gibt es denn für weitere Projekte? In Westfalen eine Stahlfabrik, das ist sehr gut. Und in Pommern eine Glashütte ist in gewisser Weise auch konsequent, weil wir sehr viel Kohle produzieren. Da ist es schon sinnvoll, dann so eine Folgefabrik anzulegen. Und in die Stahlfabrik in Westfalen, gucken wir uns das nochmal an. RGOs. Hier haben wir das. Ah, na gut, wir haben Kohle. Ich glaube, ich weiß gar nicht, für die Stahlfabrik braucht man da Kohle, bin mir ganz sicher. Eisenerz auf jeden Fall. Es gibt halt so einen Bonus noch, wenn man innerhalb, also wenn sozusagen die, wie soll ich es ausdrücken, also wenn es so Cluster gibt, also wenn man da, wo Kohle und Eisen ist, dann die entsprechenden Fabriken baut und die Nachfolgefabriken dann auch. Das gibt noch Boni. So, aber wir haben die Experimentaleisenbahn erfunden. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und wir wollen jetzt nicht allzu so einen radikalen Schwerpunkt auf Industrie legen. Wir wollen so ein bisschen mal variieren. Und ich denke, wir werden mal... Oh ja, Ad-Hoc-Notenpresse. Das passt irgendwie zu uns. Steuereffizienz bei den Erfindungen und Verwaltungseffizienz. Das werden wir jetzt mal beginnen. Sehr schön. Gut. Und mit dieser
wichtigen Entscheidung beenden wir dann auch erstmal wieder diese Folge. Wir sind bis 38 vorgedrungen, immerhin schon zweieinhalb Jahre, und wir können gespannt sein, wie lange wir diesen konservativen, hart konservativen Kurs durchhalten werden. Was machen unsere Bewegungen? Oh ja, sie wachsen, aber es sind noch keine Brigadenstärke hier vorhanden. Und Unterdrückungspunkte reichen leider nicht aus, um diese Freiheitsbewegung und die Kampagne für die Zensur der Presse, eigentlich meint das gegen die Zensur der Presse, zu unterdrücken. Wie auch immer, das wird alles zukünftig ein Thema werden. Bis zur nächsten Folge, macht's gut, euer Steinballen.